Inkognito! Nee! Na, das ist nicht gut! Das was ist machen? Nicht gut! Was machen Sie hier? Lass die alten Frauen in Ruhe, die haben das nicht verdient, die haben einen Krieg gedient! Ja, bitte? Guten Tag, ich habe ein Anliegen. Sind Sie Ohr? Das würde nur eine halbe Minute dauern, um Ihnen das zu schildern. Um was geht's denn bitte? Naja, und zwar folgendes. Ich habe morgen ein Experiment geplant, und zwar möchte ich innerhalb von 3 Stunden mir 10.000 Zitterale einführen lassen, hintereinander. Möchten Sie daran teilnehmen? Nein, tut mir leid, weil ich morgen nicht zu Hause bin. Okay, gut, ich bedanke mich. Tschüss. Auf Anhalsehen. Entschuldigen Sie, ich habe in meinem Leben mindestens schon über 10.000 Mal geschissen. Und wie viel waren es bei Ihnen? Grüße Sie. Wissen Sie, wo man hier Kontakt mit der Heimleitung aufnehmen kann oder so? Da müssten Sie mal entweder hochfahren, ja? Erste Etage und die kleine Stecke nach links. Ich danke Ihnen. Vorstuhl, die erste Etage vorne. Vielen Dank. Da ist jemand da. Ausgezeichnet. Erste Etage. Hier. Hm? Na hier, durch die Tür. Ja. Guten Tag! Ich bin gerade erschrocken. Ach so? Nee, guter Mann, wo finden wir denn hier die Heimleitung? Die Heimleitung, der Mann möchte angemeldet werden. Oh Leute, ich muss jetzt nicht. Nee, das ist meine Transengroßmutter. Wirklich? Wie sind wir? Ach so? Was? Hallo, wer ist denn das? Ja, also das wurden das hier. Na, ich bin geistig verwirrt. Ja, ja, aber das ist ein... Kommt, Leute. Ja, okay, wir suchen die Heimleitung. Wir sind auch... Wir suchen die Heimleitung. Ja, Heimleitung bin ich heute raus jetzt. Ach so. Aber nein. Das war keine gute Empfehlung von Ihnen. Ja. Warum? Ich schmeiß jetzt einfach raus. Ich weiß noch nicht, was wir wollen. Da. Na, wir... Benimmst du dich im Kino? Ja, ich benimmst dich nicht. Mach. Die verfaltete Fotze deiner Oma wird gefüllt mit Kotze, denn sie liegt im Koma. Dann knaubel ich ihr Fingernagelhorn ab. Zuletzt wird ihr ins aufgespreizte Nasenloch gekackt. Ich ziehe einer Giraffe den Darm aus dem Po und benutze ihn dann als Giraffendarmkondom. Wenn ich die darmlose Giraffe dann anal vergewaltige, schände ich nachher bei alles Rentner und zwar... Hallo, ist ja keiner. Margret. Max? Ja? Hör bitte auf, was denkst du, wie das über den Hof schallt? Wie bitte? Margret? Ich mache jetzt hier die Sicherung aus, ne? Nein, Margret, warte. Bitte, warte. Ich bin ruhig.
Ja, und hier ergibt sich wieder eine hervorragende Möglichkeit, die Orks aus der Ferne auszuspionieren. Dieses Knurren im Magen. Ja, jetzt guck dir lieber mal das an. Ich hab einfach nur Angst, dass wir jetzt unser Essen nicht kriegen, weil wir es total daneben benehmen. Füg deine Oma! Die Bahn ist voller Menschen. Hitler! Du Gesichtsmensch! Ja! Ja! So, wir befinden uns gerade vor der Kirche, oder es ist zumindest ein heiliges Gebäude, und hier drin findet gerade ein Gottesdienst statt, und den wird jetzt Max zur Fichtestraße, im Haupteingang, ja. Werden wir den Gottesdienst stürmen. Ja, den werden wir jetzt aufs Übelste stürmen, beziehungsweise lautstark stören. Natürlich kann ich das! Junge Dame, dürfte ich Sie mal was fragen? Sie haben da Pfeile auf dem Rücken. Dürfte ich die zum Jagen meiner eigenen Großmutter verwenden? Nein. Das ist sehr schade. Ja. Macht nichts. Ja! Mein Name ist Gagamilius! Und ich komme, um zu kacken! Ihr feigen Schweine! Viagra! Nee, es geht eigentlich wirklich nur darum, dass ich absolut keinen Wert auf Menschlichkeit lege, auf sozialen Stand oder Aussehen. Ich möchte einfach nur meinen prallen Hoden entladen. Und genau deswegen rede ich gerade mit Ihnen. Bin ich da an der falschen Adresse? Nee, wir haben uns selbst unterhalten. Nee, es geht um mein Glied. Das würde gern in Ihnen sein. Absolut, na gut. Aber wir haben jetzt dafür keine Zeit. Sie sehen aber so aus, als hätten Sie keine Tätigkeit, die Sie ausführen. Deswegen haben Sie eigentlich viel Zeit. Nee, ich habe keine Zeit. Ich unterhalte mich ja gerade mit der Dame, also habe ich keine Zeit. Ach, das ist eine Frau? Was haben Sie denn gedacht, was das ist? Ein Hund. Ja, das ist ein Hund, ja, da haben Sie recht. Ach so, na gut. Dann möchte ich Ihnen noch viel Freude mit dem Hund. Ich muss kacken. Ich muss... Interessiert mich nicht jeder eine Euro, sonst kommt er mir rein. Ich muss immer kurz auf Toilette, ich war hier essen. Ich war hier essen, das ist einfach schön. Ich gebe mir den Schei holen. Und ich hab... Und die Sicherheit. Ihr seht das geheulte Gewalt. Wie bitte? Max, ich muss hochkommen. Nein, ich habe nichts bestellt. Wie bitte? Ich habe nichts bestellt. Sie haben einen Schwanz bestellt.